So. Haha. Mal sehen. Also gestern habe ich ja gewartet auf das Video von der lieben Anja. Und da habe ich ein Verzweiflungspocketletter gemacht. Also ein Verzweiflungspocketletter stimmt ja gar nicht richtig. Eigentlich war das ein ich versuche überbrücke meine Nervosität verstecke Pocketletter und dabei ist das hier rausgekommen. Ich mache das mal so. Und ja, ich habe das natürlich. Ja, wie soll es auch anders sein? Gerade das habe ich weggeräumt. Nix habe ich weggeräumt. Das liegt alles noch hier rum. Aber das hole ich mal kurz. Dabei muss ich arme Rückenleiden geplagt hier aufstehen. Oh, ich hasse das, ne? Gott, ey, stehen ja beide. Wo ist es denn jetzt hin? Da hinten. Ja, ich hab, okay. Mal sehen, wie ich das hier festkriege gleich. Da habe ich ja Lust drauf. So, das hier, könnt ihr sehen. Das werde ich auch gleich mal verwursten gleich. Und zwar. Ist das die Grundlage für mein Pocket Letter? Ich gehe sehr gerne in so Trödel. Gedönsläden und schau dann immer nach, was sie da in den Buchecken haben. Hier das knatscht ein bisschen, weil der Stuhl, der Stuhl und ich, wir sind so ein bisschen verfeindet zurzeit. Ich behandle ihn was arg brutal durch meine Rückenschmerzen, deswegen ächzt und stöhnt er so. Und ich liebe diese altdeutsche Schrift. Und davon habe ich ganz viele. Also das ist jetzt hier schön vergilbt. Naja, das ist, sagen wir mal, dabei schön zu vergilben. Dann habe ich eins, das ist dann schon eher wie hier, so ein bisschen dunkler. Und dann halt noch andere Hefte. Da sind die Seiten noch schlee-weiß, aber es ist auch alles altdeutsche Schrift. Und dann natürlich welche in normaler Schrift, sodass du alles schön so mixen kannst. Und wenn ich Dösel hier vorne nicht drauf rumgestempelt hätte, das mal als Unterlage benutzt habe, hätte man dieses Bild auch noch schön verbasteln können. Ja, aber so geht das natürlich nicht. Also das hier war die Grundlage für, das lege ich mal darüber, war die Grundlage für mein Pocket Letter. Entstanden ist dann Alice. Und benutzt habe ich dann genau wie für hier klebt. Genau wie für die, ich lege das mal so rum. Genau wie für bei Anja dieses Aquarium habe ich meine Stifte benutzt. Ich muss das hier mal kurz. Ich habe hier Kleber verteilt auf meiner Bastelmappe und klebt da jetzt ständig fest. Da habe ich gedacht, gestern ich hätte das alles weggewischt. War wohl nix. So, mal testen. Okay, haben wir das auch, ne? Jetzt mit der Strickjacke mal schön trocken machen. Das fällt bei der ja eh nicht mehr auf. So, genau. Also das ist dann hier. Also in den Hüllen finde ich das immer furchtbar. Das glitschert, glibbert und kann man gar nicht richtig sehen. Also werde ich jetzt einfach mal einen rausholen. So. Und den werde ich wegtun. Genau, Handy macht deinen Job. Wie man sieht, sind das hier mehrere Lagen. Und hier schaut die Schrift mich an. Hier geht die Schrift Richtung Wand. Und hier schaut sie mich wieder an. Ne, hier nicht. Warte mal. Hier schaut sie mich an. Da geht sie Richtung Wand. Und hier geht sie schräg an mir vorbei. Also habe ich die Blätter. Zumindest im unteren Bereich. In dieser Ecke habe ich kleinere Stücke so übereinander gelegt und geklebt. Und dann ist, nachdem dieses ganze Blatt fertig beklebt war, habe ich bei manchen vorher vorm Kleben hier diese schwarzen Ränder gewischt. Und dann gibt es welche, die haben gar keine Ränder gewischt. Und dann bin ich hin und habe mit meinen Aquarellstiften da drauf rumgemalt.
Und habe ein Feuchttuch, aber diesmal nicht so doll und alles, sondern so, dass man auch noch sehen kann, dass da also gemalt wurde. Ich finde das irgendwie voll schön. Dann werden wir den wieder zurückpacken. Ach so, ja, und dann ist sie halt natürlich draufgestempelt. Und die Wassertropfen habe ich ausgemalt mit meinem... die sind jetzt hinter mir. Ich stelle die wieder auf. Das ist für meine Alkohol... Links. Ja, ich habe schon gewischt heute Morgen. Ich weiß nicht, immer wenn ich wische, verschwindet diese Farbe unter meinem Fingernagel. Furchtbar. Und warum ist das jetzt schwarz hier? Weiß ich gar nicht. Mal sehen, ob das noch schwarz ist, wenn ich das hier reinstecke. Oder ob das nur auf der unteren Seite ist. Ah, jetzt weiß ich, warum das schwarz ist. Und zwar habe ich auf diese Buchstaben drüber gestempelt. Und genau da, wo dann hier diese Träne, dieser Tropfen ist, ist jetzt an der Folie. Also die schwarzen Punkte, das ist alles Stempelfarbe. Dieser Pilz ist auch ein Stempel, den habe ich schön ausgemalt mit meinem, wie ich feststellen musste, Anja nutzt den auch. Ich glaube, die meisten benutzen die jetzt. Hat sich also rumgesprochen, ist ein super Stift. Wieso habe ich den eigentlich da liegen? Der ist leer. Nicht, dass ich den vollen weggeschmissen habe. Das suche ich jetzt nicht, oder suche ich doch? Nee, ich glaube nicht. Den lege ich mir erstmal hier hin und dann... Jetzt suche ich doch. Guck, merkst du? Werde ich leicht unruhig hier. Dann werde ich mir gleich nachher mal die Mülltonne vornehmen, eine kleine Mülltütchen hier. Ich glaube, ich habe den vollen Stift weggeschmissen, den leeren ich behalten. Ja, ich hätte doch drei, jetzt liegt nämlich noch einer da oben. Ja, auch wieder toll gelaufen, Frau. Frau ich. Na, auf jeden Fall habe ich den mit dem Stift ausgemalt, der eigentlich in den Müll sollte, weil er nämlich jetzt leer ist. Und leider nicht dort gelandet ist. So. Und das hier ist Folie. Habe ich mit meiner Cameo geschnitten. Und das Wonderland habe ich auch mit der Cameo geschnitten. Und habe dann hinter jedem Buchstaben nochmal mit dem weißen Stift und mit dem schwarzen Stift Striche gemacht. Wenn man so nimmt, also Konturen nachgefahren. Hier ist das E für Alice. Weil ich das Wonderland schon als Wort hatte, wollte ich nicht hier unten auch noch Alice stehen haben. Also habe ich das so gemacht. Das ist übrigens alles von innen auf diesem Papier mit drauf. Ne? Der Grinsekater ist dann auf dem Ast. Und das habe ich alles schön mit so einem schwarzen Feinliner nochmal nachgezeichnet. Das sieht dann einfach viel schöner aus, finde ich. Der Hase, der nach seiner Königin trompetet, der ist drauf. Der Hase ist wieder drunter und Alice ist auch drunter. Und dieses hier, also diese Teile hier sind Stempel. Und da ich die Stempel... Pass auf, ich hatte die gerade in der Hand und habe mir gedacht, warum habe ich sie nicht eigentlich schon weggepackt? Und jetzt, wo ich sie zeigen will, weiß ich ja nicht, wo sie sind. Also das nervt mich jetzt aber wirklich. Warte mal, das muss ich aber mal hier. Ja, nee, wo habe ich die Stempel denn jetzt schon wieder hingepackt? Also ich und die heilige Ordnung hier auf meinem Schreibtisch. Wenn ich das morgens nicht einmal komplett aufräume, finde ich gar nichts mehr. Bin ich hoffnungslos verloren. Ah, da sind sie her. Und dann kann ich auch gleich das Stempelkissen mal dahin räumen, was ihr so hört. Oh, nee, ich in meiner Ordnung. Dabei weiß ich doch ganz genau, dass Spaß macht, dass Stempeln mehr Spaß macht mit Ordnung. Also das sind dann die Stempel, die ich benutzt habe. Und dieser dazu, warte. Dennoch. Jo. Ich glaube, die habe ich mal irgendwo, günstig in so einem Flohmarkt geschossen, sag ich mal. Aber man kann. Das Problem ist ja,
dass, also finde ich, also für mich ist das zumindest ein Problem, dass so die ganzen Sets, die es zu kaufen gibt, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Dass es die ganzen Sets, die man zu kaufen, die es zu kaufen gibt, erstens sind sie mir viel zu teuer. Und das ist noch nicht mal das größte Problem. Das größte Problem, finde ich, ist, da gefällt einem dann nur zwei Stempel oder drei, wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat, sind es wirklich drei. Und mit dem Rest kannst du irgendwie nichts anfangen, musst aber dann 20, 25, wenn nicht mehr, Geld für so ein ganzes Set ausgeben. Und nö, für zwei Stempel, mal ehrlich. Und mit Glück findest du halt die Stempel dann so mal lose, wenn dir mal jemand sein Hobby auflöst oder dem gefallen ausgerechnet die Stempel nicht, die man selber haben mag, ne? Also hier habe ich dann dieses gestempelt und schön ausgemalt mit diesem Alkoholstiften und dann diesen so Metallic-Stifte. Das kann man natürlich auch wieder nicht richtig sehen hier. Ich hole das mal raus. Doch, jetzt sieht man das, ne? So ein bisschen mit Metallic-Stiften. Und hier diese andere Farbe ist nicht gewischt, das habe ich gesprüht mit diesem selbstgemachten Alkohol-Sprüher. Ich finde, das sieht immer so richtig schön fein vernebelt aus, oder? Richtig schön so angehaucht, so. Und Pilzstempel. Das Rot ist wieder so ein Alkoholstift. Und dieser Nubbel da auch, also dieser Pilzring da unten. Und das Weiße ist halt wieder dieser eine Stift. In der Ecke der Rest vom Baum, ne? Auch mal wieder hier rein. So, und diesen Sternestempel habe ich hier oben ein bisschen verstempelt. Dann habe ich hier bei der Katze hat ein bisschen. Und dann hier unten den Weg, den Alice nimmt und auf den der Hase rumläuft. Hier sind diese Blubbelbläschen von dem Stempel, auch alles schön ausgemalt. Das Kleid wurde auch ausgemalt. Und hier bei dem Hasen hatte ich das Problem, dass ich bei der Folie, leider habe ich nicht aufgepasst, irgendwie die beiden Ohren, ja, mit entsorgt hatte. Also die Ohren und so ein kleines Stück von der Pfote hatte ich mit entsorgt. Ich so, oh, super. Ja, dann habe ich einfach mit schwarzen Stift die Öhrchen gemalt. Also wenn man richtig genau hinguckt, sieht man das, weil das glänzt halt nicht wie eine Folie. Aber fällt irgendwie nicht auf, finde ich. Ich habe mich da natürlich an dem Bild gehalten, habe das so gemacht, wie das auf dem Originalbild. Ich spiele schon wieder mit meiner Maus hier. Was jetzt noch fehlt, das ist das Gebamsel. Und, ja. Genau, dann habe ich noch dazu gemacht, weil, sag mal, wo ist jetzt sie? Ja, da ist sie. Ich bin heute nur am Suchen, wie man merkt. Also dieser, ist auch noch zu haben. Dieser ist noch zu haben. Das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, ob der noch zu haben ist. Eine Freundin hat da schon mal gesagt, dass der unbedingt zu ihr will. Also der will, also mit Gewalt will er zu ihr. Was mich sehr erstaunt, weil der ist dann wirklich bunt, oder? Also ich finde, der ist bunt. Der ist bunt und da ist viel drauf. Und sie ist eigentlich gar nicht so die bunte Maus mit viel drauf. Und dazu gehört dann einmal die hier. Die kennt ja auch jeder, der Alice-Fan ist. Das ist die liebe Königin. Nee, das ist die böse Königin. Die kann man dann hier irgendwie, ach komm, rein oder drauf pinnen oder so, ne? So ist das halt gedacht. Oder ans Gebamsel ran pinnen, je nachdem, wie man halt lustig ist. Und wenn der Pocket Letter zusammen ist, damit er auch schön zusammen bleibt, habe ich mir eine große Klammer, wie man sieht, gemacht mit einer Alice drauf. So. Ich hätte natürlich auch die kleine Klammer nehmen können eigentlich. Komm her jetzt. Um das zusammenzuhalten. Aber, ja. Also da kommen auch nur an Goodies andere Sachen rein. Also jetzt, der wird nicht so voll wie die letzten. Das, wenn meine Freundin den kriegt, kann ich das ruhig sagen, weil die guckt sich keine Videos an. Dann
wird er hauptsächlich mit selbstgeschnittenen Deko-Klebeteilen oder aus Pappe, Papier. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, irgendwo. Ja, bei mir immer das irgendwo, ne? Da, wie man sieht, das ist stinknormales Druckerpapier, was ich mir zurechtgeschnitten habe. Und dann habe ich eben die Zeitung draufgeklebt. So, und damit ich... Entschuldigung, ich gucke gleich nach diesen anderen Schneideteilen. Wenn das fertig ist, das Papier, wenn das alles beklebt ist und damit ich weiß, wo ich was ausmalen kann, nehme ich mir mein Martha Stewart Board, heißt das, glaube ich, ne? Martha Stewart Board, wo ist das schon wieder? Stand doch gestern noch hier, aber mein Mann hat sich gestern neben mich gesetzt. Ach so, er hat es mir zurückgeräumt, okay. Und dann zeichne ich mir das also an von hinten. Dann lege ich das Blatt mit der Vorderseite aufs Board drauf und zeichne mir dann hier die Linien ein, also einmal so rum und einmal so weit eingezeichnet. Und dann habe ich hier schon schön die Einteilungen und kann dann immer, also gefalzt, genau, ich falze das so. Ha, da ist es, das hat mir gefehlt. Also dann falze ich das und dann hat man schön hier so diese Felder und kann dann gucken, wo du was hinklebst. Weil es ist manchmal dann doch schon, also zumindest, wenn man ein besonders schönes Bild oder du hast da ein besonders schönes, ja, oder genau eine Perle dahin geklebt oder wie auch immer, irgendwas genau da, wo du halt durchschneiden müsstest, was dann, was einem am Ende dann nicht gefallen, also gefällt, ne? Deswegen habe ich das so gemacht. Ich möchte, das ist überhaupt nicht schlimm, fand ich. Das ist, und sieht man eben, das gehört zusammen. Und dass sie das er auch noch mit drauf gekommen ist. Das ist alles halb so wild, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt dieser Hase zum Beispiel hier geklebt hätte, hätte ich ja 4 Teile draus machen müssen. Das wäre dann wieder nicht so, ja, so schön gewesen. Und ich habe mir auch zur Angewohnheit gemacht, wenn ich jetzt sowas draufkleben muss, also nicht muss, möchte, von oben, wie diesen Hasen, dass ich das vorher schneide, zerschneide. Also wenn es auf Folie ist, naja, bis jetzt... Ach ja, und beim Papier habe ich das auch schon gemacht. Also nicht draufkleben und dann irgendwie durch, weil da habe ich Intelligenzfurz nämlich mit der Klinge so doll gemacht, dass ich auf der anderen Seite draußen war. Und das ist dann nicht so schön. Musste ich dann bei dem Stück hinten Tesafilm draufkleben. Und deswegen mache ich das so. Bei dem habe ich also im Original schon die Beine abgesäbelt und habe erst den Körper geklebt und dann habe ich die Füßchen da so dran gesetzt. Damit du das auch alles noch hier wieder schön rein tun kannst. Ja, also das ist jetzt sozusagen. Jetzt fehlt also noch das Gebammelbamsel und die beiden hatte ich ja auch schon gezeigt. Königin und Alice im Groß. Ah. Dieses Teil hier kommt dann noch mit ans Gebamsel irgendwie, muss ich mal sehen. Werde ich hier wieder mit meiner Zange so machen. Und ich dachte mir, vielleicht habt ihr Lust zuzugucken, wie ich mir hier einen Ast pule. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich dieses Band durch diese Perlen hier kriegen soll. Muss ich mal gucken, ob ich eine Nadel habe. Mit einem Kopf, der durch beides geht. So wie es aussieht, habe ich keine hier. Oh Gott, ich will aber auch jetzt nicht wieder ins Schlafzimmer rennen. Ach doch, das ist ja cool, die funktioniert. Und bei denen? Ja, bingo, diese Nadel habe ich auch schon. Oh. Dann habe ich mir eben noch Federn geholt. Also eine rote und eine blaue möchte ich auf jeden Fall dran machen. Komm, nehmen wir auch noch eine rosa. Wir sind ja heute sowas von. Ja, die gefällt mir. Sowas von gut drauf und großzügig.
Ja. Hier riecht das bei mir gut. Ich habe mir so ein Duftdings angemacht. Hier, so eins hier. Das ist so Duftwachs. Das ist Wachs. Den tust du einfach oben rein in deinen Duft. Ja. Duftschälchen. Und dann machst du unten deine Teelichtkerze an. Und das schmilzt. Und während das Wachs schmilzt, verliert das einen Duft. Finde ich voll lecker. So. Wo habe ich jetzt meine Cricut? Nee, Cricut nicht. Ich habe ja gar keine Cricut. Ja, ja, uhaha, da habe ich es. Da liegen die Sachen für das kleine Mädchen, was ich auch noch wegschicken will. Uff. Oh. Ja, so. Die da, es gibt nichts Schöneres als die hier. Mal gucken, kurz beiseite, Seite. Und auch nach oben. So. Diese Maschine ist der Oberburner, aber das wisst ihr ja schon. Ich glaube, das habe ich schon mal erklärt, ne? Dass hier wie Butter durch alles Mögliche durchgeht und ich finde sie so genial. Ja. VL Memory Keepers. Super. Und die hatte mein Mann mir zum Geburtstag, glaube ich, oder so. Habe ich die bekommen? Oder durfte ich mir die holen? Konnte ich mir die holen, wie auch immer. Und in dieser Box war die drin. Und der Inhalt war auch schon, also das jetzt nicht, ne? Aber diese Teile hier waren alle schon mit da drin. Und das ist nicht wenig. Ich glaube, 120 von diesen Teilen waren dabei irgendwie. Und ich selber habe ja aus Tauschpaketen immer irgendwie solche Teile hier bekommen, konnte aber nichts damit anfangen, weil ich ja eben keine, also ich hatte schon dieses einfache Teil, das war furchtbar. Hier habe ich die auch, das sind so Uhrzeiger. Und hier sind, mal gucken, die werde ich vielleicht jetzt gleich benutzen, brauche ich keine anderen rausholen. Ja, und da kann man die Sachen immer so schön noch hier mit reintun. Dafür ist dieses, oh, wo ist es hin? Dafür ist dieses Kästchen da. Das ist offen hier, das Ding. Ist dieselbe Größe, oder? Naja, nur die glänzen und die sind stumpf. Na gut. So. Und dann hatte ich mir dazu bestellt. Komm her. Oh. Halt diese Teile hier. Und ich glaube, das Bunte habe ich eigentlich auch noch nie richtig benutzt. Ich vergesse die auch immer, obwohl die hier oben wirklich, also wenn man sich das Regal anguckt, dürften die einen eigentlich direkt ins Auge springen, weil die hier an diesem Teil schräg hängen. So, alles wieder an Ort und Stelle. Also die brauche ich jetzt auch gleich. Aber ich wollte, gut, dann machen wir das Große. Und was ich so schön finde, ist, selber ich kann damit umgehen, weil hier ist das schön, schön gezeigt, ne? Wie rum man bitteschön diese Öse, wie rum man die Öse da reinmacht, so rum. Also, völlig, das kann eigentlich nicht schief gehen, eigentlich, ne? So, jetzt mache ich mir die Größe wieder richtig, weil ich habe ja letztens mit den Kleinen gearbeitet. Dann hauen wir uns erstmal ein Loch da rein, ne? So, nehmen wir den Schwanz ein Stückchen mit. Ja, ja, also keine bösartigen Gedanken jetzt, ne? So. Packen wir das hier rein. Passt von der Farbe gut, oder? Ja. Die zwei brauche ich vielleicht noch. So, und ich gucke aber trotzdem immer noch, ne? Also ich habe mit denen schon so oft gearbeitet, aber ich gucke trotzdem immer noch, ob das richtig ist. So, und fertig ist das Spiel. Bei dem anderen Wirbel, hau! Und das ist schön. Richtig schicki, finde ich zumindest. Oh, ich muss mich mal kurz nach hinten lehnen, dieses
ständige nach vorne, das ist ja, oh, das ist so hammer, schmerzhaft. So, ich lasse dich erstmal hier liegen, vielleicht brauche ich dich nochmal. Auch fertig. Ja, wo war die Nadel jetzt? Pass auf hier. Dann fädeln wir die Nadel mal irgendwie auf, jetzt machen wir das Gebamsel für dieses, für den Pocketblätter. Ja, ja. Oh, ich habe schon wieder diese Musik im Hintergrund laufen, aber das ist völlig egal. Und dann machen wir mal hier einen schönen Knoten rein, damit es unten nicht wieder so rausfällt. Ich glaube, ein Knoten reicht da nicht. Müssen schon mehrere sein. Ja. Habe ich mir heute die Videos von Anja angeguckt und habe mich ja auch so teilweise, also könnte mich wegschmeißen. Ich könnte mich wegschmeißen. Ich sehe diese Videos so gerne. Und mir geht das so wie Anja. Also ich könnte auch, also lange Videos, ja, was soll ich sagen, ne? War der Speicher voll. Er ist ja das Handy von meines Mannes, von meinem Mann. Und es ist ja nun mal nicht so, ne? Dass er da keine Fotos drauf hat oder Videos. Letztens habe ich ihn dann alle Fotos runtergeschmissen von seinem Handy. Beziehungsweise nicht gelöscht oder so, sondern ich habe ihn dann einfach auf meinem in Ordner bei mir drauf geladen. Und nach dem Benutzen von seinem Handy habe ich die irgendwie nicht wieder drauf geladen. Und dann saßen wir dann irgendwo und dann meinte er dann plötzlich so, Mensch, ich weiß gar nicht, ich finde ja meine Fotos nicht mehr, ne? Wo sind meine Fotos denn hin? Sagt er, ach, das mistige Ding. Und ich so, ups. Ja, deine Fotos, die sind nochmal im Laptop, sag ich. Ach, da sind die gut aufgehoben. Ich so, jo, sehr gut aufgehoben. Wie ihr sehen könnt, ist da unten schon der erste Strang mit dem schwarzen Band fertig. Und ich fummel hier gerade an dem roten Band für den Knoten. Da. Knoten da reingefummelt und jetzt geht's weiter. Irgendwie habe ich einen schwarzen Fussel. So. Diesmal fangen wir mit dem hier an. Ja, hau bloß ab, du. Sekunde. Ja, der nächste, der sich auf die Reise macht. Ich leg das und ich hab schon wieder die Maus hier, du. Irgendwie ist das ziemlich deppert. So. Nächsten Knoten. Ja. Und diesmal habe ich seine Bilder und seine Videos da drauf gelassen. Deswegen ist das alles auch jetzt mal schneller voll und ich habe nicht dran gedacht. Ja, ist ja nur mal sein Handy, ne? Er sagt dann immer, ja, holen wir dir auch eins. Und ich sage, nein, brauchen wir nicht, will ich gar nicht. Wozu denn auch? Mein Handy reicht mir völlig. Und wenn ich Videos machen möchte, kann ich ja sein Handy nehmen, ne? Finde ich. Also nur fürs Video machen müssen wir mir jetzt kein neues Handy kaufen. Also wenn meins auf dem letzten Loch pfeift und überhaupt nicht mehr will oder so, dann ist das wieder was anderes. Aber es funktioniert. Es zoomt halt nur nicht, diese blöde Kamera. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist da was kaputt gegangen, als das die zum tausendsten Mal runtergefallen ist oder so. Oder ich weiß nicht, irgendwie. Naja, auf jeden Fall überlebe ich das und es funktioniert ja auch so. So, edgy. So, wieder fertig das nächste. Jo. So, jetzt brauche ich nochmal ein Band. Diesmal mache ich mir da unten aber eine Schlaufe rein. Ja, das ist immer so, ich weiß noch gar nicht, ob ich das überhaupt so lasse. Also Gebamsel selber machen finde ich immer ganz schlimm. Weil ich im Prinzip gar nicht weiß, was ich daran machen soll, ne? Das ist wieder eine Herausforderung für mich, weil eigentlich bin ich ja gar nicht so diese Schmuck-Tante, sag ich jetzt mal.
Aber Gebamsel hat ja Gott sei Dank nicht so viel mit Schmuck zu tun, sonst wäre ich völlig überfordert. Jetzt geht die Überforderung gerade noch. Jo. Jetzt, so. Nee, doch nicht. Oh Mann, ich will, dass das mitgeht und dann, ihr versteht mich, ne? Also, das kann sich hier jetzt nur noch um Stunden handeln, irgendwie, das ist ja... Schön festhalten alles. Ja, jetzt hat's geklappt. So, und das andere Ende wieder da in die Nadel reinfädeln. Klappte, ne? Ich glaube, wir hatten das ausprobiert, ne? Genau, gemeinsam haben wir ausprobiert. Ja, klappt doch. So, und jetzt wieder einen... Oh, jetzt wieder einen Knoten. Und wo ist die Feder? Ja, die Knoten wieder nehme ich jetzt mal mit rein. Und dann machen wir das hier. Ob das zum Schluss aussieht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann man so lassen, finde ich. Und wenn man das so lassen kann und mir das einigermaßen gefällt, machen wir das hier unten wieder ab. Adios. Und da werden wir dann die Rosane mal festbinden. Ja, aber erstmal die Perle rein, sonst klappt das nicht, ne? Das hätte ja nur wieder was gegeben. Perle über die Federstreifen, das... Wo ist sie hin? Hallo. Ah, da. Das hätte nichts gegeben. So. Rosa hatten wir gesagt, ne? Ja, wie man also, falls man das hören sollte, ich weiß es nicht genau, beim letzten Mal konnte man das auch nicht hören. Ich muss das mal zu mir ranholen, sonst kriege ich hier gleich so einen Weinkrampf, wenn das nicht so will wie ich. Also mit meinen kleinen Eulenfigürchen, da kann ich ja stundenlang fummeln. Dieses Kleinzeug zusammenkleben, dekorieren, anfädeln und nicht anfädeln, so schnell wischen und sowas. Das kann ich stundenlang und länger. Aber bei sowas hier, da ist also mein Geduldsfaden nicht gerade sehr lang. Ja. Oder was meint er? Kann man lassen, ne? Na gut, sieht man so jetzt nicht, aber mir gefällt's. So. Und dann werde ich hier oben, glaube ich, noch die rote festknoten. Und mir... Aber die Feder ist nicht schön da oben. Ich brauche eine neue rote Feder. Na, die ist schön, ne? Die ist schön flauschelig. Knoten wir mal hier oben fest. Ja, ich mag übrigens Schlager. Zwar nicht alles und nicht jede Richtung von Schlager. Also da bin ich dann auch gegen manches ziemlich immun. Aber deutsche Musik mag ich. So, und jetzt... Autsch. So, welche Farbe von Würfel nehmen wir denn da? Nehmen wir mal blau. Blau hatten wir noch nicht. Wir hatten rot und rosa, ne? Ja. Nadel. Nadel hatte ich hier reingehauen, siehst du mal. Ja. Dieses obligatorische Band anrotzen. Band besabbeln. Oh ja, dieses Besabbeln ist doch immer schlimm. Wenn die Omas gekommen sind früher,
die mit der Hand so in die Wange gebitzelt haben, so, ja, toi, toi, toi. Und wehe, du hattest da ein bisschen Schokolade von der Schokolade, die sie dir mitgebracht hat. Dann hat sie sich ein Taschentuch rausgeholt, ist einmal so mit ihrem Speichel benetzt und ist dir dann quer durchs Gesicht gegangen. Uah. Oder wenn du Pech hattest und du hattest irgendwas am Mundwinkel hängen, machen sie so den Daumen so leck und dann so wisch, so weg mit der Schokolade. Wo ist der Pocketblätter? Komm her. Mal anprobieren, ob es passt. Wo ist das andere hier? So, da ist die Kugel wieder raus. Oh, Intelligenzklotz. So. Ja. Finde passt. Vor allem geht, wenn meine Freundin das wirklich haben will, die überhaupt nicht so auf überladenen Sachen steht, passt das völlig. Das ist ja überhaupt nicht überladen. Aber das mit der Feder ist ein bisschen lang, da muss ich das hier oben kürzer machen. Warte. Ja, so ist okay. So, und da ich die großen habe, brauche ich das große Loch. Und dann machen wir mal hier oben in der Ecke ein großes Loch rein. Super. Großes Loch und was mache ich? Das kleine Loch. Hallo, guten Morgen. Zum Glück kann man da oben reingucken, was man vorher vermurkst hat. Und kann es richtig machen. So, und jetzt werde ich diese Bänder nehmen. Das hier muss ich kurz abschneiden. Und weil ich die da nicht fest binden möchte, werde ich die jetzt hier so durch das Loch durchschieben. Sekunde. Ja, jetzt. So, schiebe ich die da durch. Und dann nehme ich mir hier das Pinchen. Steck das auch mit da durch. Aha, steck das auch mit da durch. Und dann ziehe ich mir das mal hier so ein bisschen nach da. Ja. Na, da bleiben, habe ich gesagt. So. Und dann wollen wir nochmal hier. Ups. Wollen wir das hier nochmal machen? So. Und jetzt ist es fest. Sehr gut. Und von der anderen Seite schneide ich das jetzt mal hier schnell auf hier. Beziehungsweise ab. So. So, und das leise Gebamsel ist dann jetzt schon mal fertig. Auch erledigt. Nur was mache ich jetzt hier mit? Ach ja, das wollte ich ja auf das... Ups. Auf das Ding drauf machen, wenn das eingepackt ist. Ja, jetzt ist das kleine Alice-Teil fertig. Ups. War also keine große Aktion. Den Rest haben wir dann gemeinsam gemacht. Also ist es ein Gemeinschaftswerk. Ey, wieso habe ich hier eine rote Kugel über? Naja. Der hätte ja auch noch Platz drauf gefunden. Aber wer wegläuft, hat Pech gehabt, ne? So, achso, ja, ich wollte ja mal zeigen. Wo habe ich das denn hin? Zeigen. Ganz ruhig, mal sortieren. Ich habe eindeutig zu wenig Kaffee getrunken heute. Sag mal, wo habe ich denn gestern? Ich habe doch so ein ganzes Ding geschnitten mit so Sachen drin, die ich jetzt nicht erwähnen darf, weil die für den Weihnachts-Adventskalender sind, für den Pocketblätter. Ich tausche dann, ja, da sind sie ja. Ich tausche nämlich mit einer ganz Lieben. Wir machen uns einen Adventskalender. So ein Pocketblätter-Adventskalender, finde ich voll süß. Ist ja nicht so, als hätte ich dieses Jahr schon ein paar Adventskalender. Nein. Ich glaube zwei. Nee, ich glaube, also es sind zwei ATC-Kalender. Dann sind es
ein großer Kalender aus der Elfe, dann ist es eins mit einer ganz lieben Elfe und dann einen mit meinen Mädels. Ja, und diesen Pocket Letter. Also mein Wohnzimmer dürfte dann aus allen Nähten platzen. Also der ist jetzt so fertig. Mache ich auch gleich ein Bild und stelle dich ein. Ist ja schon vertauscht. Und drin wird sowas hier sein, weil sie hat keine Silhouette oder so. Und das finde ich ganz toll. Das ist aus Papier geschnitten. Ich weiß, dass sie das mag. Und ich lasse das in Weiß extra, damit sie sich das in den Farben einfärben kann, in denen sie das eben haben möchte. Und deswegen halt auch nicht Folie, sondern hier feste 220 Gramm oder ja, 220 Gramm Papier ist das, ne? Schön stabil, nicht so labberig und da kann man schon einiges mit anfangen, finde ich. Und der wird eben mit solchen Sachen bestückt und deswegen bleibt der auch schön flach diesmal. Sonst sind die immer so schön so unförmig. Und jetzt hier, da wird noch ein Band durch. Und dann wird das vorne drauf geklebt. Der bekommt wahrscheinlich auch noch zwei Augen. Also ohne Augen, finde ich, sieht das nicht gut aus. Da fehlt was. Vielleicht noch ein paar Sternchen so mit einem weißen Stift. Ja, so. Dann ist das auch wieder fertig. Ich bedanke mich mal für die tolle Mitarbeit. Wir sind wirklich ein gutes Team. Oh, oh. So, und weggeräumt ist das. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.